400 Fans des 1. FC Saarbrücken am Montagabend dabei in München und ein politisches Statement hatten sie auch noch im Gepäck. Türkgücü gegen den 1. FC Saarbrücken, der Abschluss des 28. Spieltags in der dritten Liga. Und es sollte ein torreiches Spiel bevorstehen. Los ging's gut für die Gastgeber in Rot, von rechts nach links. 12. Minute, der erste Vortrag über Gorzel. In der Mitte dann Rieder, aber der überlässt für Kawaina. 1-0 für Türkgücü, die 12. Minute. Der Jubel groß bei den Gastgebern und der Keeper des 1. FC Saarbrücken bedient Jonas Hupe in seinem ersten Profispiel. Er ersetzte den Corona-erkrankten Daniel Batz, musste er gleich mal direkt hinter sich greifen, konnte aber wirklich überhaupt nichts machen in dieser Situation. Die Reaktion des 1. FC Saarbrücken aber gut. Gute 20 Minuten jetzt vorbei. Vorstoß über Jalen Hawkins. Robin Scheu, der trifft den Ball nicht richtig, aber Jakob, der trifft ihn richtig. 1-1 der Ausgleich in der 21. Das 6. Saisontor von Sebastian Jakob im Stile eines echten Mittelstürmers. Einfach rein damit aus kurzer Distanz. Keine Chance für René Vollatz, der heute nach 5 Spielen Pause mal wieder von Anfang an im Tor stand bei Türkgücü. Und Saarbrücken wollte diese Partie jetzt gleich komplett drehen. Nur 3 Minuten später, Scheu unterwegs auf dem rechten Flügel. Jakob mit der Verlängerung und da hinten Jalen Hawkins. Sorge ist noch da, aber der Ball im Tor. Und dieses 2:1, es zählte auch zu Recht in der 24. Minute, denn wir sehen hier in der Zeitlupe ganz eindeutig der Ball hinter der Linie. Ja, da war er noch freudig, der Jalen Hawkins. Erstes Tor, die Leihgabe vom FC Ingolstadt in der Winterpause. Jetzt für den 1. FC Saarbrücken. Und ein paar Minuten später, ja, war er nicht mehr so gut drauf. Musste ausgewechselt werden, verletzt am Oberschenkel. Halbzeitstand 2:1 für Uwe Koschinat, Saarbrücker. Und der trieb seine Mannschaft auch im zweiten Durchgang erstmal direkt in die Offensive. Julian Günther Schmitz, der geht fast an der Mittellinie los, wird nicht angegriffen und haut ihn dann halt einfach rein in der 54. Minute. Viel Platz, viele Räume jetzt für den 1. FC Saarbrücken und die nutzten das hervorragend. 8. Saisontor für Julian Günther Schmidt, weil er einfach nicht daran gehindert wird. Und die Gäste jetzt mit Oberwasser. Nur eine Minute später geht Julian Günther Schmidt wieder los. Aber diesmal hat er die Sensationsübersicht und Sebastian Jakob muss nur noch einschieben am langen Pfosten. 55. Minute, 4:1. Der 10. Scorerpunkt für Sebastian Jakob in dieser Saison. Einer seiner leichteren, dieser Abstauber. Die Stimmung natürlich toll unter den 400 mitgereisten Saarbrücker Fans. Von Türkgücü kam nicht mehr viel. Schwierige Zeit natürlich für den Münchner Verein. Diese Chance hier in Anführungsstrichen von Kuhn exemplarisch für den Rest des Spiels. Da ging nicht mehr wirklich was bei den Gastgebern. Stattdessen kamen die Gäste nochmal richtig gut vors Tor über Guras, der behält die Übersicht wie vorher Julian Günther Schmidt und der kurz zuvor eingewechselte Justin Steinkötter mit seinem 3. Joker-Tor in dieser Spielzeit. 23. Einsatz für Justin Steinkötter, zum 23. Mal kam er von der Bank und zum 3. Mal belohnte er sich dafür mit einem Tor. 5:1 der Endstand in dieser am Ende doch recht einseitigen Partie. Sehr enttäuschte Fans von Türkgücü München und natürlich auch ein sehr enttäuschter Trainer. Mich ärgert natürlich das Resultat. Mich ärgert, dass wir eigentlich sehr, sehr gut im Spiel waren, in Führung waren. Beim 1-1 weiß ich bis heute nicht oder jetzt noch nicht, ob es abseits war. Ich denke, es war abseits. Da hat uns der Schiri dann leider, wenn es so war, die Saarbrücken wieder zurück ins Spiel gebracht. Aber was gar nicht geht, ist, dass wir ganz einfach praktisch jedes der Saarbrücker Tore eigentlich selber verschuldet haben. Wir haben Bälle verloren, ganz einfach, sind dann in Konter gelaufen und mit den schnellen Spielern der Saarbrücker sind wir dann nicht fertig geworden und haben uns die Tore praktisch selber gemacht. Und dann kannst du am Ende auch nichts holen. Es ging jetzt einfach darum, in die Spur zu finden und dieses in der Spielvorbereitung nicht ganz unproblematische Spiel dann auch tatsächlich so ernst zu nehmen, wie wir es getan haben. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, wir haben einen ordentlichen Rückschlag erlebt direkt zu Beginn. Aber die Mannschaft hat dann natürlich gezeigt, dass wenn man ihr Räume gibt, dass sie dann schon verdammt viel damit anfangen kann. Und ich finde, wir haben heute einen fantastischen Geschwindigkeitsfußball gespielt nach vorne. Am Ende durften die Saarbrücker feiern, zusammen mit ihren mitgereisten Fans, nach den Protesten einiger weniger beim letzten Heimspiel gegen Köln. Also jetzt wieder der Schulterschluss mit den Anhängern. Nur noch 2 Punkte bis zum Relegationsaufstiegsplatz jetzt für den 1. FC Saarbrücken. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.